Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute mit dem Thema Netzwerke und verteilte Systeme. So, zum verteilten System gehört in einem Netzwerk gehört irgendwie die Möglichkeit, Daten zu übertragen. Und schauen wir uns erstmal ein paar Begriffe an. So ein Datenübertragungssystem besteht immer aus mindestens zwei Datenstationen, das können ja mehrere sein, die an diesem Datenübertragungsweg angeschlossen sind. In der Datenstation selber unterscheiden wir noch die Datenübertragungseinrichtung, die also quasi die Verbindung zum physikalischen Datenübertragungsweg bereitstellt, und die Datenendeinrichtung, über die wir dann an die eigentlichen übertragenen Daten rankommen, also sogar darauf zugreifen können. So, es gibt also mehrere Gründe, jetzt Computer zu verknüpfen. Denen ist eigentlich alles gemeinsam. Man hat irgendetwas, ja, sei es Rechenleistung oder irgendeine zentrale Einrichtung, die man eben nicht mehrfach vorhält, also auf jedem Rechner, sondern die es eben nur an bestimmten Stellen gibt, meistens aus Kostengründen. So ganz grob kann man unterscheiden zwischen Lastenverbund, wo man eben sagt, naja, die Rechenleistung, ja, Rechenlast, die möchte ich nicht irgendwie überall vorhalten, sondern die zentralisiere ich. Das heißt also, da gibt es irgendwie einen Client, ja, den hier, und der rechnet eben nicht selber, sondern gibt eben Lasten raus. Dann kann es sein, dass es einen Betriebsmittelverbund gibt. Ich habe jetzt hier mal so einen großen Monitor, vielleicht haben sie eine Cave oder irgendwas, oder einen zentralen 3D-Drucker. Aber ja, man sagt, also wir haben dies nicht überall, also nicht jeder hat dieses Betriebsmittel, sondern das steht im Netzwerk bereit. Das heißt also, wenn ich hier auf dem Client unterwegs bin, kann ich dann eben übers Netzwerk darauf zugreifen. Dann ganz wichtig, Daten- und Softwareverbund, also entweder so ein File-Server ist ja auch zum Beispiel ein Daten-Server, ne? Das leg ich also Dateien drauf ab, oder ich habe irgendwelche Software nur zentral, ne? Das heißt also, der Client hat die Software nicht bei sich installiert, sondern eben auf einem zentralen Server, also gerade bei Webanwendungen ist das ja oft. Und als letzte Möglichkeit gibt es den Kommunikationsverbund. Ja, dann interessieren mich gar nicht so sehr hier diese anderen Ressourcen, die bereitgestellt werden, sondern da geht es mir eigentlich eher darum, die Leute, die vor diesen Rechnern sitzen, miteinander in Verbindung zu setzen. Ja, also da ist im Prinzip der Rechnerverbund ein Hilfsmittel, um Menschen miteinander zu verbinden. Schauen wir uns mal an, wie das physikalisch gemacht ist. Also wichtige Vertreter wären jetzt mal das Local Area Network. Das kennen Sie alle, das ist das LAN. Das gibt es also innerhalb eines Gebäudes. Hat eine relativ hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Und jetzt so größenordnungsmäßig ist da bei 5 Kilometern mit der Technologie Schluss. Dann gibt es das Wide Area Network, auch WAN genannt. Ja, das ist ein weltweites Netzwerk, oftmals auch über dedizierte Leitungen, die angemietet wurden. Ja, da ist die Entfernung unbegrenzt, klar, geht ja weltweit. Ist natürlich dann in der Summe etwas langsamer und die teilweise Nutzung von Postleitungen, also sprich Leitungen, die irgendwo zentral von irgendeinem Dienstleister bereitgestellt werden, wo man dann eben sich einmietet und das Ganze miteinander vernetzt. Gut, und dann gibt es natürlich verschiedene Zwischenstufen, die uns jetzt mal an der Stelle nicht so direkt interessieren sollen. Von der Topologie her, also wie schaltet man nachher die Rechner zusammen, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt einen Stern, oder wenn also alle Stationen hier mit so einer Zentralstation verbunden, dann gibt es eine Buskonfiguration, das heißt alle Datenstationen sind an so einer zentralen Leitung angeschlossen. Dann gibt es den Ring. Da sehen Sie hier, da ist also im Prinzip immer jeder mit zwei anderen, mit dem nächsten und der letzten in dem Ring verbunden. Und dann gibt es den Baum. Sehen Sie mal, der Baum ist im Prinzip ja so eine aufgeweichte Sterntopologie, ne? Und da gibt es halt, der ist mit den zweien verbunden. Und so weiter. So, wenn ich jetzt mehrere Datenstationen, wie das hier so dargestellt ist, an so einen Bus anschließe, also sprich, die haben irgendwie eine gemeinsame Leitung, dann muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben, wie die da trotzdem drüber kommunizieren können. Ich habe das jetzt mal hier so aufgezeichnet aus der Sicht von dieser Datenstation A. Ja, die Datenstation A schaut, ob irgendjemand schon Daten überträgt. Das ist das sogenannte Carrier Sense. Ja, wenn sie jetzt sagt, ich möchte ein paar Daten übertragen, schaut es erstmal nach, überträgt irgendjemand anders. Dann wird die Datenstation A einfach anfangen, Daten zu senden. Wenn das aber gleichzeitig eine andere Datenstation tut, also hier in dem Beispiel die C, dann hätten wir Multiple Access, das heißt also mehrere
Datenstationen versuchen gleichzeitig Daten zu senden. So, das ist natürlich schlecht. Ja, also hier habe ich es mal mit diesem roten Kreis symbolisiert. Also jetzt wird es ja zu einer Kollision kommen. Ne? Das ist, nennt man dann Collision Detection. Das heißt also, dass A feststellt, also irgendwie sind die Daten, die da auf dem Bus sind, nicht unbedingt die, die ich sende. Also da ist irgendwas, läuft da schief. Und dann hören einfach beide Stationen auf, weil die C würde das ja auch merken, einfach beide Stationen auf, und dann warten die einfach eine gewisse Zeit und versuchen es nochmal. Und damit die nicht die gleiche Zeit warten, ist das über einen Zufallsgenerator gemacht. Das heißt, beide warten jetzt eine zufällige Zeit und dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass beim nächsten Zugriff nur einer den Bus benutzt. Ja, der andere würde ja dann nicht anfangen zu senden, wenn er feststellt, ach, da sendet schon jemand anders. Das Ganze, Sie sehen es, da kann man natürlich jetzt keine Voraussage machen, wann ich denn jetzt wirklich meine Daten loswerde. Ja, klar, könnte ja sein, dass ich fünfmal warten muss oder so. Dafür ist das Ganze aber in der Summe sehr, sehr schnell. Ja, weil ich habe nur eine Leitung und kann trotzdem sehr, sehr schnell meine Daten übertragen. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass ich in einer gewissen Zeit meine Daten übertrage, also mit einer garantierten Übertragungszeit, dann brauche ich andere Mittel. Also bräuchte ich entweder andere Mittel, um auf diesen Bus zuzugreifen, oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel das Token-Ring-Verfahren. Na, beim Token-Ring-Verfahren ist es so, dass es im Prinzip hier einfach nur eine etwas andere Darstellung von dieser Ringstruktur. Ich habe also hier ein Medium und alle sind da irgendwie dran angeschlossen. So, wenn jetzt A nach C etwas senden möchte, dann macht er das so. Die Datenstationen reichen sich immer so einen Datentoken im Kreis. Der Sender A will das losschicken, jetzt bekommt er von D irgendwann diesen Token. Und dann hängt er an den Token dran das, was er abschicken will. Das heißt also, er hängt an den Token die Daten dran und die laufen dann hier rum bis zu C. Das heißt aber, wenn der Token bei B vorbeikommt, da sind schon Daten drin, dann kann B in dem Moment nicht senden. Das heißt, hier bei C kommt es dann in der garantierten Zeit an, dann läuft es hier rum und irgendwann hängt jetzt C, was weiß ich, hängt dran, ich habe die Daten bekommen, dann geht es hier einmal rum und dann kann A sagen, okay, Daten sind bei C angekommen, ich bin zufrieden. Dann ist der Token wieder frei und jetzt könnte dann beim nächsten Mal B Daten anhängen. Das ganze Verfahren ist deutlich langsamer als das, der Buszugriff. Aber, na, Sie sehen ja, Sie haben ja einen Haufen Leerleistung. Also hier läuft der Token ja dann einmal rum, nur um einmal quasi ein Datenpaket von A nach C geschaufelt zu haben. Das ist relativ langsam, aber eben hat den Vorteil, ich kann, wenn ich weiß, welche Daten da verschickt werden, kann ich eine Voraussage machen, wie schnell ich meine Daten loswerde. Gut, dann gibt es verschiedene Übertragungstechniken. Ich habe hier mal so ein paar aufgetragen, die es heute gibt und die noch vorhanden sind, also die man noch bekommen kann. Also ISDN ist einer der ersten, Integrated Services Digital Network. Das läuft über die vorhandenen Telefonleitungen, hat genormt 64 Kilobit pro Sekunde und kann eben bis zu 155 Megabit aufgebohrt werden. Na, dann haben wir den DSL-Anschluss oder asymmetrischen DSL-Anschluss, ADSL. Der läuft auch, das ist der, den Sie im Prinzip heute von der Telekom oder so kaufen können. Der nutzt die vorhandene Telefonleitung. Der hat heute in der Regel irgendwie so einen Downstream von 16 Mbit, einen Upstream von 1 Mbit und geht so bis 50 Mbit. Ja, das ändert sich natürlich immer mal wieder, irgendjemand eine neue Idee für eine bessere Übertragungsart, ja, aber das ist so das, was wir heute über DSL ja auch kaufen können. Dann gibt es das ATM, das Asynchron Transfer Mode. Das wird im Wesentlichen in so Backbone-Netzen verwendet. Das läuft über Twisted Pair oder Glasfaser und kann so 150 bis 650 Mbit pro Sekunde übertragen. Dann gibt es noch, ich habe es mal hier sonstige genannt, also es gibt ja auch noch andere Übertragungstechniken. Sie können zum Beispiel von Ihrem Energielieferanten, also von Ihrem Stromlieferanten über dieses Powerline Communication angeschlossen werden oder übers Kabelnetz, ne, Kabel Deutschland und Unity Media, wie sie alle heißen, die bieten sowas ja an. Ne, da läuft im Prinzip dann die Kommunikation eben über so ein Koaxkabel, was seinerzeit von der Telekom verbuddelt wurde. Dann haben wir eine ganze Reihe drahtloser Verfahren, die immer wichtiger werden. Einmal die, ich sag mal, nennen Sie mal lokale drahtlose Verfahren und dann eben die Mobilfunknetze. Ja, also wir haben Infrarot und Bluetooth, da können wir unsere Peripheriegeräte anschließen. Wir haben WLAN,
was im Prinzip dann das Wireless LAN ist. Und es gibt Satellitenkommunikation, Richtfunk, je nachdem, wie viel Geld Sie ausgeben wollen, für eine Datenübertragung gibt es hier immer die passende Technologie. Und dann gibt es eben die Mobilfunknetze, die irgendwie zentral betrieben werden, wo man sich dann eben entsprechend einkauft über einen Vertrag. Das Wichtigste, was wir heute haben, ist sicher UMTS, gepaart mit der GPRS. Und das, der kommende Standard hier soll wohl das Long-Term Evolution werden, wo im Moment die ersten Tests laufen. So, das heißt also, wir haben eine ganze Reihe verschiedener Übertragungstechniken, wie wir jetzt also letztendlich die Endgeräte physikalisch mit dem Netz verbinden. Und trotzdem funktionieren viele Anwendungen unabhängig davon, welche Übertragungsart ich genutzt habe. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns gleich mal an. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die Medien. Also Twisted Pair, das ist das, was wir heute viel im WLAN haben. Das sind dann immer 4 oder 8 paarweise verdrillte Adern. Da kann ich immer Punkt zu Punkt mit verbinden, also klassische Sterntopologie. Ne? Immer ein Punkt ist am Stern und ein Punkt ist die Maschine. So größenordnungsmäßig schaffen wir da heute 100 Meter mit. Dann brauchen wir irgendwie einen Repeater. Und so 1 Gigabit pro Sekunde ist Standard. Standardisierung läuft im Moment auf 10 Gigabit raus, aber was man so kauft, ist im Moment 1 Gigabit. Sehr robust, super leicht verlegbar. Ja? Also Sie können die um die Ecke legen. Die Kabel, das macht gar nichts. Und die sind auch relativ billig. Also Twisted Pair Kabel kann man im Baumarkt kaufen. So, vorher gab es, ja, oder sind heute auch noch viel im Einsatz, verschiedene Koax-Kabel. Ja, das ist immer jeweils ein Bussystem, können Sie also mehrere Maschinen anschließen. Die Thin Wires, also die etwas dünneren, gingen so bis 200 Meter, die etwas dickeren bis 500 Meter. Da ist aber bei 10 Mbit Schluss. Ja, also da gibt es eigentlich keine schnelleren Übertragungsraten. Das Ganze ist auch gar nicht so robust, also wenn Sie so ein Koax-Kabel mal um die Ecke legen, dann funktioniert es nicht mehr so richtig. Das heißt, also die Verlegbarkeit ist auch nicht gegeben. Wenn der Bus nicht mehr geschlossen ist, dann funktioniert das Netzwerk nicht mehr. Also Robustheit und Verlegbarkeit sind hier nicht so toll. Preis ist natürlich ein Argument. Also so ein Koax-Kabel ist jetzt nicht so teuer. Aber heute, allein durch die Masse, sind sogar die Twisted Pairs billiger. Gut, dann gibt es die Glasfaser. Das sind ganz feine Adern. Meistens sind die so gebündelt, immer in Zweierschritten, also 8 bis 256 feine Adern. Glasfaser, und die sind in so einem Kunststoffträger, ne, weil die Glasfaser an sich wäre natürlich sehr, sehr leicht zu beschädigen. Da kann man da auch immer nur Punkt zu Punkt verbinden, also wieder klassische Sterntopologie. Das Ganze funktioniert so bis 1,5 Kilometer. Danach brauchen Sie irgendwie eine Verstärkung. Und ich sage jetzt mal hier größer als 1 Gigabit, ne, da ist die Entwicklung im Moment rasant, also da haben wir 10 Gigabit verfügbar und es wird sicher auch irgendwann 100 Gigabit Standard geben und so weiter. Also sehr, sehr schnell. Ist in dem Kunststoff eingebettet auch sehr robust, aber beim Verlegen ist relativ aufwendig, weil da müssen Sie nämlich dann irgendwelche Kurvenradien einhalten. Wenn Sie die unterschreiten, dann bricht entweder die Glasfaser oder die Übertragung wird gedämpft. Das ist also ein bisschen aufwendiger. Und das Ganze ist natürlich auch nicht billig. Also wenn Sie Glasfaser kaufen, das gibt es gar nicht so im normalen Laden. Also im Baumarkt kriegen Sie es zumindest nicht. Das ist dann schon wieder ein bisschen teurer. Aber je nachdem, was man vorhat, kann sich das natürlich lohnen. So sieht es aus. Also Koax-Kabel, Sie sehen hier, da gibt es in der Mitte ein Kabel und dann ist hier außen die Schirmung und hier ist im Prinzip die zweite Phase. Und dann hier haben wir eine Abschirmung gegen die Umwelt. Und Sie sehen, wenn ich das jetzt irgendwo hier knicke, dann kommen die sich natürlich näher und dann funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Ja, Twisted Pair ist relativ einfach. Sie sehen, das sind hier ganz einfache Litzen. Die sind einfach nur miteinander verdrillt, immer 2 Stück. Und ich habe eben gesagt, 8 Stück ist heute der Gigabit-Standard. Dann haben wir einfach 4 mal 2. Und die sind eben so miteinander verdrillt, farblich kodiert, damit man weiß, wo man sie anschließen muss. Ganz einfache Geschichte. Glasfaserkabel, Sie sehen, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ich habe jetzt auch nur eine Schemadarstellung genommen, weil das ist natürlich sehr, sehr klein. Ne? Also hier die Glasfaser, die ist sehr klein. Die sitzt, liegt in so einem Paraffinmantel. Da drumherum gibt es dann, je nachdem wo Sie es verlegen, also das ist jetzt hier so ein Kabel, was man zum Beispiel auch im Meer versenken kann. Dann gibt es da nochmal ein extra Kupferrohr und dann eben Kunststoff- und Aluminiumhüllen und außenrum
eben Stahlseile, die das Ganze dann als Trosse halten. Und so können sie das dann im Meer versenken. Ja, also das heißt, die ganze Kraftübertragung läuft über die Stahlseile, sodass die Glasfaser, die da in diesem Paraffin schwimmt, im Endeffekt möglichst geschont wird. Weil die Glasfaser selbst, ja, ist nämlich dann doch sehr empfindlich. Ne? Das Ganze wird erst handhabbar durch die Verpackung. Stecker haben wir auch verschiedene, ne? Also heute, das kennen Sie, das ist der ganz normale Ethernet-Stecker, wie wir ihn heute oft haben. Das waren so die Stecker von den Koaxialkabeln. Ja, und oft kommen wir heute auch ohne Stecker aus. Da stecken wir, hängen wir das einfach in unser WLAN. Ja, hab ich jetzt hier mal so eine WLAN-Box. So, und jetzt wissen wir also, dass wir physikalisch Rechner verbinden können. Ja, ich habe jetzt mir zwei verbunden, der ist verbunden mit dem. Wenn wir jetzt noch einen dritten hätten, müssten wir irgendwie überlegen, also der ist verbunden mit dem, wenn er auf den zugreifen will, brauchen wir noch eine Verbindung zu dem. Das würde in der Tat relativ schnell zu einem relativ großen Chaos führen. Sie sehen, das werden immer mehr Verbindungen und irgendwann ist es nicht mehr handelbar. Also in der Praxis sind nur manche Rechner verbunden, das heißt also der hier mit dem und der mit dem. Hier, das sieht ja so ein bisschen aus wie ein Stern, die sind also alle mit dem verbunden und so weiter. Trotzdem ist es möglich, dass ich jetzt hier von da nach da Daten, ich habe das jetzt immer so als Brief, also quasi eine Nachricht, versende. Und das funktioniert deshalb, weil die Rechner, die dazwischen sitzen, diese Nachricht immer in die richtige Richtung weitergeben. Ja, wie machen die das? Also da gibt es erstmal ein ganz einfaches Hilfsmittel, das ist das Gateway und später und auch der Router. Am Gateway ist es so, wenn Sie jetzt hier sich mal vorstellen, in der Mitte sei das Internet, dann gibt es jetzt also Subnetze, ja, in denen immer eine Maschine, also ein Gerät, und das kann hier bei diesem WLAN, ist es zum Beispiel hier diese WLAN-Box, ja, oder hier ist es halt einer von diesen Rechnern im Netz, der ist dafür zuständig, dass alle Daten, die ins Internet sollen und von da empfangen werden, entsprechend weitergegeben werden. Ne? Das heißt also, nur noch einer in so einem Netz ist mit dem Internet verbunden. Das kennen Sie von zu Hause. Also wenn Sie jetzt von Ihrem Telekommunikationsanbieter hier so eine Box kriegen, ja, die hängen Sie dann an das DSL-Kabel. Da gibt es dann die Verbindung zum Internet und alle Rechner kommunizieren dann eben über diese DSL-Box. Ja. Das gleiche hier, wenn Sie so einen Router haben und dann eben mit dem ins Internet gehen. Gut. Wie funktioniert das? Das Routing. Ne? Also, es gibt erstmal für jeden Rechner eine eindeutige Adresse. Also 10, 11, 12, dann habe ich hier die 20, die 21 und so weiter. Wie Sie sehen, habe ich die auch schon mal so ein bisschen vorsortiert. Ja, also hier sind die 10er, hier sind die 30er, hier sind die 20er. Ja, das ganze Netz, also das gesamte Internet, ist in sogenannte Subnetze eingeteilt, also in Unternetze. So, und wenn ich jetzt quasi hier diese Adresse kenne, dann kann ich diesen Rechner auch erreichen. So, im Netz sieht es jetzt so aus. Wir haben bei IPv4, das ist im Moment so das aktuelle Protokoll, haben wir 4 Byte pro Adresse. Ja, ein Byte, hatten wir schon mal gesagt, gibt es 256 verschiedene Möglichkeiten. 256 hoch 4 sind dann ungefähr 4,3 Milliarden Rechner, die wir im Internet haben können. Ne? 10 hoch 9. So, jeder Rechner muss jetzt nur die Rechner aus seiner unmittelbaren Umgebung kennen. Ja? Und einer dieser Rechner, dem er alle Pakete schickt, wo er nicht weiß, wo die hinkommen, das nennen wir jetzt mal Gateway. Und dieses Gateway leitet die dann am Ende weiter. Das sieht also so aus. Wir haben hier so ein Subnetz. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt zu Hause, na, in der WG. Ja, und hier gibt es ein anderes Subnetz, meinetwegen die Hochschule. Und dann gibt es hier eben diese Gateways. Ja, die sind draußen verbunden mit hier dieser Maschine draußen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein PC sein. Das ist irgendein Rechner. Und den nennen wir Router. So, jetzt möchte ich also quasi von hier nach hier eine Nachricht verschicken. Was passiert als erstes? Ich kenne die Zieladresse, aber ich weiß, in meinem Subnetz hier befindet sich die nicht. Also schicke ich die Nachricht erstmal zu dem Gateway. Das Gateway guckt sich die Nachricht an, sagt, naja, die gehört nicht zum Subnetz, also muss sie raus. Schickt er die also raus zu diesem ersten Router. Der Router guckt die an und sagt, ach, das Subnetz kenne ich. Das ist das hier. Dann schicke ich die mal an das Gateway von diesem Subnetz. Ja, der guckt sich die Nachricht an und sagt, ach, klasse, gehört zu meinem Subnetz, leite ich also quasi direkt an den Rechner in meinem Subnetz weiter. Ne? So kann ich jetzt quasi
Obwohl diese Rechner, die ich hier unten gar nicht kenne, kann ich die Daten rüberschicken. Ich brauche nur die Adresse und dann findet sich das Datenpaket, findet dann quasi seinen eigenen Weg, beziehungsweise wird richtig weitergegeben, findet den Weg und das nennen wir Routing. Ja, als Beispiel, wenn man jetzt hier ganz viele Subnetze zusammenschaltet, dann ergeben sich hier halt auch Kaskaden von Routern, wo halt dieser gibt seine Daten an den weiter, der reicht sie vielleicht hier runter, der reicht sie hier hoch und ergibt sie dann an dieses Gateway und der verteilt sie dann in dem Subnetz. Ja. Das Ganze ist natürlich im Internet nochmal Größenordnung größer. Das sind so im Moment die Verbindungen. Wir haben mal versucht, die verschiedenen Datenleitungen, also die Übertragungskapazitäten durch verschiedene Farben darzustellen. Da gibt es immer mal aktuelle Darstellungen. Schauen Sie mal, Wikipedia ist immer ein guter Link drin. Und da sehen Sie hier so Hotspots, ja, wo halt richtig viele Rechner miteinander versetzt sind. Ja, und so sieht das Internet eben heute aus mit den wichtigsten Hauptleitungen. Und da sehen Sie auch, das Ganze ist natürlich viel, viel kaskadierter, als wir das jetzt hier in dem Beispiel nachvollzogen haben. Gut, also oben drüber gibt es offensichtlich irgendwas, was auf diesen allgemeinen Adressen basiert. Und unten drunter, also da, wo wir jetzt quasi die Sachen zusammenstecken, da gibt es jetzt verschiedene Arten der Datenübertragung. Die kann man ein bisschen klassieren, also ein bisschen näher unterteilen. Einmal die Verbindungsart, die Vermittlungsart, die Richtung und die Übertragungsart. Schauen wir uns mal die verschiedenen Sachen an. Also bei der Verbindungsart gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich könnte ja eine Standleitung haben. Das heißt also zum Beispiel diese Kommunikationsknoten und diese Rechner, die sind alle fest verbunden. Das heißt, ich schicke hier irgendwie über meine Verbindung Daten raus. Die werden hier rüber geroutet und landen dann hier hinten. Ja. Meistens sind diese Leitungen dann irgendwie eine Verbindungskapazität, also nicht wirklich eine physikalische Strippe. Aber gedacht sind es dann schon richtige feste Standleitungen. Das ist im Prinzip das, was wir heute auch haben, wenn wir DSL haben. Ja, sie haben im Prinzip immer eine Netzwerkverbindung, die wird gar nicht mehr abgebaut. Was es aber auch gibt, früher war das weiter verbreitet, sind Wählverbindungen. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, ich möchte hier Daten verschicken, dann wird eben auf dieser Strecke werden entsprechend die Wählverbindungen zusammengeschaltet, damit diese Verbindung nachher steht. Ja, das war früher ganz normal, Datenfernübertragung, DFÜ, das lief übers Telefonnetz, da hat man sich eingewählt und hat eben die Daten übertragen. Das wird dann auch nur bei Bedarf erstellt, das heißt also das Netz ist zwar da, aber ich benutze quasi die eine Leitung, die ich brauche, nur zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche. Schauen wir uns nochmal die Vermittlungsart an. Also, die eine Vermittlungsart ist die kontinuierliche Vermittlung, das heißt also hier ist die Leitung steht fest und ich habe im Prinzip, kann ich mir das vorstellen, wie als wäre das ein durchgängiger Draht. Ich lege also hier vorne irgendein Signal an, sei es Sprache oder eben irgendwelche modulierten Daten. Und dann laufen die eben durch das Netz durch und auf der anderen Seite kann ich die genau wieder abgreifen. Bei der Paketvermittlung ist es so, dass ich jetzt meine Nachricht in so Pakete verpacke und das Netz ist jetzt in der Lage, diese Pakete weiterzugeben. Ja, so wie wir das eben in diesem Beispiel mit diesem Briefumschlag hatten. Ja, da wird also nicht kontinuierlich das System zusammengeschaltet und dann wird kontinuierlich gesendet, sondern ich packe das, was ich senden möchte, in Pakete und das System gibt dann die Pakete so schnell weiter, dass es aussieht, als wäre da eine feste, kontinuierliche Vermittlung. Zumindest sieht es heute so aus. Also heute ist das Netz schnell genug. Früher hat man das schon noch gemerkt. Da war da eine gewisse Latenz drin. Das ist also eine Verzögerung. Dann gibt es ja auch, wenn man jetzt gerade in Richtung Hardware geht, verschiedene Richtungsarten der Übertragung. Da gibt es den Simplex, das heißt, der kann zudem Daten übertragen, aber nicht umgekehrt. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel so eine Ringarchitektur vorstellen, könnten jetzt hier noch andere sitzen und die können immer nur in eine Richtung Daten senden, weil diese Strecke ist eine Simplex-Strecke, da geht es immer nur in eine Richtung. Dann gibt es ein Halbduplex-Verfahren, das heißt, die Richtung wird umgeschaltet, es ist aber immer nur eine Richtung gleichzeitig möglich. Das kennen Sie vielleicht noch vom CB-Funk, da kann ich ja drücken auf den Knopf an meiner CB-Funkstation und dann sende ich. Der andere kann empfangen, wenn er auch drückt, empfängt er nichts. Und dann brauche ich aber irgendwie eine Art Protokoll, dass der andere aufsprechen kann. Da gibt es ja dieses Over und dann sage ich, okay, ich sage zwei, drei Sätze, dann sage ich Over, dann weiß der andere, aha, jetzt darf er auch reden. Dann ist im Prinzip so eine Art Protokoll auf Gegenseitigkeit. Jeder gibt irgendwann die Frequenz frei und dann kann der andere
auch einsprechen. Das nennen wir Halbduplex. Es gibt also nur eine Richtung und die kann ich umschalten. Und dann gibt es Duplex-Verfahren, da gibt es beide Richtungen gleichzeitig. Da kann ich also, der eine kann senden, der andere kann senden und das immer gleichzeitig, ohne dass sich die beiden Richtungen beeinflussen. So, und dann gibt es noch die Frage der Übertragungsart. Also es ist im Prinzip die Frage, wie viele Leitungen ich hier zwischen zwei Datenstationen verlegen muss. Da gibt es einmal Bit seriell und Bit parallel. Bit ist wieder hier unsere kleinste Informationseinheit. Und dann kann man hier, ja, was weiß ich, eine gewisse Spannung oder einen Potentialabstand auf so eine Leitung legen. Und wenn ich jetzt hier so ein Wort aus 8 Bit übertragen wollte, ja, 001, 001, damit auf der anderen Seite 001, 001 empfangen. Und wieder zu diesem Wort zusammengesetzt. Parallel geht es auch, also Bit parallel. Wäre dann, ich übertrage in einem Rutsch das Wort 001, 0001 und empfange es auf der anderen Seite genauso wieder, dann hätte ich das ganze Wort drüben empfangen. Gut, und dann fürs nächste Wort übertrage ich dann eben wieder 8 Bit parallel und so weiter. So, das war jetzt meine grobe Klassifizierung der Übertragungsmöglichkeiten. So, nachdem wir jetzt also uns angeschaut haben, wie wir die Datenstationen, in unserem Fall eben die Rechner, miteinander verknüpfen können, schauen wir uns das mal an, wie dieser Datenaustausch überhaupt abgewickelt wird. Also es gibt ja meistens einen Zweck. Also wenn ich jetzt einen File-Server mir angucke, dann ist der Zweck, ich tausche Daten aus, damit am Ende eine Datei auf diesem File-Server liegt. So, und dazu brauche ich ein Protokoll. Ein Protokoll ist ein Satz von festgelegten Regeln, nach der zwei Kommunikationspartner ihren Datenaustausch miteinander abwickeln. Das heißt, da wird festgelegt, was gemacht werden muss, um eben diesen speziellen Zweck, zum Beispiel das Speichern von Daten oder das Ansteuern von einem entfernten Drucker, zu erreichen. So, und daraus folgt eigentlich ein paar Eigenschaften eines Protokolls. Also erstmal müssen alle am Protokoll Beteiligten alle vorzunehmenden Aktionen im Voraus kennen. Also es muss der File-Server muss wissen, wenn der Befehlssatz kommt, dann muss ich die Datei speichern oder dann muss ich das an der Datei anhängen und so weiter. So, dann, ganz wichtig, alle am Protokoll Beteiligten müssen sich an die vereinbarten Regeln halten. Wenn also eine Maschine sich anders verhält, dann weiß die andere Seite nicht mehr, was sie tun muss. Das ist auch sehr, sehr genau definiert, also das Protokoll. Das darf nämlich keine Mehrdeutigkeiten aufweisen. Jede Aktion muss klar definiert sein, sodass keine Missverständnisse möglich sind. Jetzt sehen Sie schon, worauf das rauslaufen soll. Das liegt einfach daran, dass ähnlich wie beim Programmieren die Maschine ja nicht selber denkt, dass eben auch Computer wirklich untereinander mit Hilfe von Protokollen Aufgaben abarbeiten können. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, wie, was weiß ich, wenn ich beim Pizza-Taxi anrufe und sage, ich brauche eine Tonno in groß in die sowieso Straße 3. Kann ich auch sagen, ich möchte eine Thunfischpizza oder sonst was, dem völlig egal. Oder Sie sagen, ich will die 43 von der Karte, dann schickt er Ihnen schon die richtige Pizza. Hier, der Computer muss ganz genau wissen, was er tun soll. Das ist ähnlich wie beim Programmieren selbst, da müssen Sie es ja auch ganz genau angeben, was er tun soll, und dann macht er das auch so. So, und das Protokoll, ganz wichtig, muss vollständig sein. Das heißt, es muss zu jeder denkbaren Situation eine bestimmte Aktion zugeordnet sein. Also egal, was passiert, das Protokoll muss immer vorgeben, wie sich der Kommunikationspartner verhalten muss. So, und damit das Ganze jetzt auch auf verschiedenen Technologien funktioniert, hat man das in sogenannte Protokollschichten eingeteilt. Ich habe hier mal das OSI-7-Schichtenmodell. Ganz oben gibt es die sogenannte Anwendungsschicht, Application Layer. Und da wird im Prinzip das, was Sie erreichen wollen, die Anwendung definiert. So, die sitzt auf einer Repräsentationsschicht, die entschlüsselt die Daten, konvertiert die und so weiter. Das heißt also, hier wird im Prinzip aus irgendwie aus mehreren Bits werden dann zum Beispiel Zeichenketten gemacht und so weiter. Darunter gibt es die Sitzungsschicht, die startet und beendet die Sessions und sorgt dafür, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen. Also stellen Sie sich vor, bei der Paketvermittlung, die Pakete kommen unterschiedlich schnell an. Ja, dann stellt die Sitzungsschicht sicher, dass am Ende diese Pakete wieder in der richtigen Reihenfolge sind. Darunter ist die Transportschicht. Die sorgt dafür, dass die Pakete auch vollständig übertragen werden. Wenn sie nicht vollständig übertragen werden auf den darunterliegenden Schichten, dann sorgt diese Schicht dafür, dass das Paket nochmal angefordert wird. Dann kommt die
Netzwerkschicht, Network Layer. Da wird das Routing gemacht, also was wir eben gesehen haben mit dem verschiedenen Routern, die dann immer nur den nächsten und übernächsten Knoten und so weiter kennen. Das passiert auf der Netzwerkschicht. Darunter gibt es die Verbindungsschicht, ja, also hier. Die sorgt dafür, dass von einem Knoten zum anderen Knoten tatsächlich die Daten übertragen werden. Basiert heute meistens auf MAC-ID, also im Prinzip das, was im WLAN eindeutige oder normalen LAN eine eindeutige ID ist. Das wird hier wird hier durch diese Verbindungsschicht spezifiziert. Und ganz unten gibt es dann die physikalische Schicht, also sprich Physical Layer. Da geht es dann wirklich um die Signale, die auf dem Kabel oder eben auch im Funknetz über Antenne gehen, festgelegt sind. So, wie funktioniert das Ganze? Also das Ganze funktioniert jetzt so, dass hier, wenn hier einer was sendet, das Ganze erstmal über die Anwendungsschicht läuft und die Anwendungsschicht gibt es dann an die Präsentationsschicht weiter. Hier oben fühlt es sich so an, als ob die Anwendungsschicht gleich mit dieser Anwendungsschicht spricht. Tut sie aber nicht, denn sie sorgt dafür, dass die Präsentationsschicht das entsprechend umsetzt. Dann sieht es so aus, als würden die miteinander sprechen, aber in Wirklichkeit werden die Daten immer weiter nach unten durchgegeben und dann eben hier wieder hochgegeben. So, der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, ich kann jetzt diese einzelnen Schichten, ja, solange hier diese Übergänge definiert sind, kann ich die austauschen. Ne? Das heißt, ich kann im Prinzip, wenn ich hier unten nur die physikalische Schicht austausche, wie es zum Beispiel bei einem LAN und bei einem WLAN ist, ne? Bei einem Ethernet-LAN und bei einem Ethernet-WLAN ist einfach nur die physikalische Schicht ausgetauscht. Der Rest bleibt gleich. Das heißt, ich kann alles benutzen, was ich implementiert habe, an Software und auch an Hardware, bis hier runter und hier unten ist dann einfach die physikalische Schicht ausgetauscht. Ja, oder ich sage, ich habe hier eine ganz andere Netzwerktechnologie, ja, zum Beispiel statt dem Ethernet einen Token Ring, dann sind einfach nur diese beiden hier ausgetauscht. Der Rest funktioniert weiter, das heißt, ich kann hier weiter durchgehen und das ist der Anwendungsschicht auch völlig egal, was hier unten für ein physikalisches Übertragungsmedium herrscht, ja, oder eingestöpselt ist. Ja, es geht einfach nur stumpf auf die Präsentationsschicht, auf die Sitzungsschicht und so weiter. Das heißt, die Daten fließen hier durch und es fühlt sich am Ende so an, als würden diese beiden Anwendungsschichten, also sprich die beiden Anwendungsteile, miteinander reden. So, und dann gibt es natürlich noch die Frage, wer redet mit wem? Also es gibt einmal den Ansatz Peer-to-Peer, ja, da haben sie im Prinzip gleiche Peer-to-Peer, also gleichgestellte untereinander. Gibt hier einen Haufen Arbeitsstationen. Eine hat vielleicht einen Drucker, die andere hat einen Faxanschluss. Ja, und wenn jetzt der hier einen Fax braucht, dann müsste er auf irgendeine Weise diese Maschine finden. Und wenn die an ist, kann er es benutzen. Wenn die aus ist, hat er ein Problem. Ja, anderer Ansatz wäre der Client-Server-Ansatz, wo ich sage, ich habe einfach Arbeitsmaschinen, Clients, und die greifen auf Server zu, die nicht zu keinem anderen Zweck da sind, als bestimmte Dienste anzubieten. Also hier zum Beispiel Kommunikationsserver wäre dann unser Fax oder unser DSL-Anschluss. Dann haben wir einen Datenbankserver. Das heißt, der ist nur dafür da, diese Datenbank bereitzustellen. Oder einen Druckerserver, analog zu dem hier. Der stellt einfach nur den Drucker bereit. Und da kann ich jetzt die Maschinen so auslegen. Das müssen ja nicht immer so dicke Tower sein. Das können ja beim Drucker-Server ist das ja heute so ein Zigarettenschachtel großes Gerät. Ja, und der Client, wenn der im Netz ist, guckt er sich das an, sagt, ja, der Druckerserver ist immer da, ja, dann kann ich auch immer drucken. Gut, und dann kann man sich natürlich überlegen, wenn ich jetzt in so eine Software verteile, also wenn ich sage, es gibt einen Client-Teil und es gibt einen Server-Teil, na, dann kann ich auch verschiedene Aufgaben in dieser Software verteilen. Ich habe also einmal die Aufgabe Datenhaltung, ja, abspeichern. Dann habe ich die eigentliche Anwendung, also die Funktion, die der Benutzer benutzen will. Und dann habe ich so eine Präsentation, also das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ne? Also im jetzt kann ich das an verschiedenen Stellen durchschneiden. Ne? Also ich könnte hingehen, könnte sagen, ja, ich mache nur die Präsentation auf dem Client. Ne? Und dazwischen ist dann das Netz und die ganze Anwendung, die ganze Datenhaltung findet hier auf dem Server statt. Ja, ich kann auch hingehen, kann sagen, nee, ich habe einen Anwendungsteil hier und einen Anwendungsteil auf der Serverseite. Datenhaltung ist komplett auf der Serverseite. Präsentation ist komplett im Client. Aber die Anwendung selber, die kommuniziert jetzt mit einem eigenen Protokoll über das Netz. Was man früher gemacht hat, ganz gerne, war also Datenhaltung entfernt, also auf dem Server, Anwendung und Präsentation komplett. Das nannte man FAT-Client. Und da hat man quasi übers Netz direkt auf die Datenbank zugegriffen. Ja, ist relativ einfach zu programmieren. Sie haben ja hier nur so einen Client und dann haben Sie die Datenhaltung einfach
entfernt. Das kann man transparent machen. Das merkt der Client unter Umständen nicht mal, dass die Datenbank gar nicht bei ihm liegt. So, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, die Daten verteilt zu halten. Ja, das haben wir hier. Dann ein Datenhaltungsteil auf dem Server und ein Datenhaltungsteil lokal. Und im Prinzip entwickelt sich, ja, sage ich mal, die Geschichte immer von links nach rechts und dann fängt sie irgendwie vorne wieder an. Also wir haben hier ganz ursprünglich mal Terminals gehabt, das heißt, also da war die Präsentation auf der Client-Seite und die ganze Anwendung lief auf einem Host. Ein dicker Rechner irgendwo im Keller und da hatte jeder so ein Terminal und da konnte er damit arbeiten und da wurde im Prinzip nur Zeichen dargestellt. Ja, dann ist man irgendwann hingegangen, hat gesagt, nee, wir wollen, ja, als dann die Kleinrechner damals hießen sie, also Mikrocomputer, heute würden wir sagen PCs, aufkamen, haben wir gesagt, naja, einen Teil der Anwendung lassen wir mal lokal laufen. Dann gab es dann spezielle Clients für eine Anwendung, ne? Das heißt, da ging also irgendwie ein Fenster auf und das wurde alles lokal gemacht. Und dann hat die im Prinzip dann hinten gegen so ein Serverteil gearbeitet, diese Anwendung, und hat dann die Datenhaltung komplett im Netz gemacht. Ne? Das funktioniert dann auch nur, wenn auch Netz da ist. Ne? Ja, später, das waren dann diese FAT-Clients, hat man gesagt, naja, wir programmieren einfach eine ganz normale Anwendung und die schiebt einfach die Daten übers Netz. Ja, schickt einfach die Daten an so eine Datenbank. Dann war das hier hinten nur noch so ein Datenbankserver. Und dann irgendwann hat man gesagt, okay, ich lasse so einen Datenanteil mit auf dem Client. Ja, das wird man heute, sind das so diese Smart Clients. Ja, das im Prinzip hat es wieder von vorne angefangen. Ja, wenn Sie jetzt so mal schauen, hier, das sieht ja so ähnlich aus wie eine Webanwendung. Das heißt also, die ganze Anwendung, ja, was weiß ich, Google Mail, läuft alles auf dem Server. Das Einzige, was gemacht wird auf der Client-Seite, ist eine gewisse Präsentation. Ja, dann hat man die weiterentwickelt. Es wurde hier, kam hier immer mehr JavaScript ins Spiel. Ja, wir haben dann hier die ganze oder einen Großteil der Anwendung mittlerweile hier, also wo dann im Client, also im Webbrowser, so Drag-and-Drop-Sachen realisiert werden. Dann der nächste Schritt, den es ja auch schon gab, ist, dass man im Prinzip nur noch die Datenhaltung auf dem Server macht und die komplette Anwendung in JavaScript geschrieben ist und auf dem Client läuft. Ne? Und jetzt in der aktuellen Entwicklung mit HTML5 sieht es ja sogar so aus, dass wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und wirklich so Smart Clients bauen, wo hier auch ein Teil der Datenhaltung mit im Webbrowser in dem Fall, also auf dem Client ist, und dann eben noch ein Datenhaltungsteil auf dem Server, die sich dann entsprechend übers Netz synchronisieren. Ja, und ich denke mal, als nächstes wird es dann wieder hier vorne anfangen. Wir werden es sehen. So, jetzt schauen wir mal an. Also das haben wir eben kennengelernt. Es gibt also dieses OSI-7-Schichten-Modell, ne, mit sehr fein gegliedert, was welche Schicht tut. Und in der Realität, schauen wir mal, hat sich ja dieses TCP-IP, haben Sie sicher schon mal gehört, oder hier kann noch UDP stehen, UDP-IP, durchgesetzt. So, das bietet im Prinzip die gleichen Funktionen wie das, na, nur ist ein bisschen anders aufgeteilt. Die Anwendungsschicht ist hier etwas dicker. Ja. Sie sehen also die ganze Präsentation, das Sitzungsmanagement und die eigentliche Darstellung für den User ist komplett hier in einer, ich sage jetzt mal, dicken Anwendungsschicht gelandet. Darunter ist die Transportschicht, das ist das TCP. Ja, das beschreibt, wie ich die Daten in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenbaue. Das ist auch im Betriebssystem implementiert. Das heißt, die Anwendung sagt einfach, liebes Betriebssystem, ich brauche eine TCP-Socket und dann bekommt es die. Darunter ist die Internetschicht. Auch die ist im Betriebssystem implementiert. Das sehen Sie, wenn Sie auf Ihren Netzwerkadapter klicken, rechte Maustaste in Windows oder eben im Apple auf die Konfiguration gehen, dann sehen Sie, ah, da ist irgendwie Internetschicht. Da steht da meistens IPv5, IPv6 und da gibt es dann eben diese IP-Adresse und so weiter. Darunter ist dann die Verbindungsschicht und das hängt jetzt davon ab, auch die physikalische Schicht, was in Ihrer Maschine verbaut ist. Ne? Also meistens ja irgendwie heute ein WLAN-Chip nach dem Ethernet-Standard oder eben eine Ethernet-Büchse, also wo Sie das einstecken können. Und das funktioniert dann. Das heißt also, solange dieser Teil hier sauber im Betriebssystem implementiert ist, ist der Anwendung das völlig egal, was da drunter an physikalischer Schicht ist. Das sehen Sie ja auch, wenn Sie jetzt Ihren Rechner, Ihren Laptop zu Hause ins LAN stecken, funktioniert ja alles genauso wie, als wenn Sie hier in der FH im WLAN sind. Ja, das heißt also, dem
der Anwendung ist völlig egal, was da unten für eine Topologie und für eine Technologie oder sonst was drunter steht. Vorteil ist natürlich, wenn jetzt einer auf die Idee kommt, sagt, oh, ich habe eine ganz tolle Idee, wir bauen das noch viel schnellere Netzwerke, ja, dann brauchen wir nur den unteren Teil austauschen und alles andere funktioniert weiter. So, da das hier, ich sage jetzt mal im Moment, der Kern von dieser ganzen Internet-Idee ist, wird es auch oft als TCP-IP oder einfach nur als IP-Architektur bezeichnet. So, als Beispiel, schauen wir mal hin, also Anwendungsschicht, Sie kennen es bei E-Mail, da haben Sie SMTP, POP3, IMAP, je nachdem mit welchem Protokoll Sie mit Ihrem E-Mail-Provider sprechen, basiert alles auf TCP-IP und unten drunter hängen dann irgendwelche Technologien, die das Ganze implementieren. Ne, Dateitransfer zum Beispiel im File-Transfer-Protokoll, Newsreader, NNTP, Terminal-Zugriff über Telnet oder SSH, alles setzt einfach hier auf das TCP-IP auf, genauso wie das HTTP für Ihren HTML-Browser, also Ihre Web-Anwendung. Ne. Im Prinzip, hier oben kann ich reinprogrammieren, was ich will, das hier unten bringt mein Betriebssystem mit und diesen Anschluss hier und die Treiber, die sind auch eben dann eben hardware-spezifisch und ja, auch betriebssystemspezifisch natürlich die Treiber und die placken sich dann hier ein. In dem FTP-Client, sage ich jetzt mal, ist es völlig egal, wie das dann unten drunter implementiert ist. Ja, dann sehen wir uns in dieser Woche im Plenum und ja, es gibt jetzt gleich noch zwei andere Blöcke, die sich mit ähnlichen Themen befassen. Schauen Sie sich die am besten auch noch an.